Kalle, schön, dass du uns empfängst. Vielen Dank. Ja, freut mich, dass du von mir was wissen möchtest. Ja, immer. So. Stell dich doch mal kurz vor unseren Zuschauern. Ja, Kalle geboren, ich lebe noch, das genügt. Okay. Ja, mehr muss man nicht wissen. Mega. Ja, du bist ja eine Größe auf dem Kiez. Ich bin 1,76 Meter, also du siehst ein bisschen größer als ich. Genau, aber dann ruft der alte ja voraus. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Wann ist so deine Karriere gestartet? Also wann hast du losgelegt mit deinen, sag ich mal, deinen Geschäften? Da war ich 12 Jahre alt. Da habe ich auf dem Schulhof drin die Turnhalle konfisziert. Und jeder, der rauchen wollte, durfte dahin. Da musste allerdings 20 Pfennig zahlen. Mhm. Weil die Kinder, die wollen ja, wenn sie rauchen, cool sein. Also ich kenne niemanden, der auf Toilette geraucht hat. Sondern die wollen rauchen, wollen durch die Nase ausatmen, wollen die Zigarette hinter das Ohr klemmen oder wollen Ringe in die Welt pusten und wollen also zusammen sein. Mhm. So, und auf dem Schulhof geht es ja nicht dann, weil da sind die Lehrer, die machen dann mal Kontrollen. Und die Turnhalle habe ich mir auserkoren und da sage ich, okay, wer dahinter will, der muss 20 Pfennig bezahlen, war wie gesagt in den 60er Jahren. Und das funktioniert. Zigaretten mussten die natürlich selber mitbringen. Okay. Aber ich habe so an einem Tag mehr verdient als die anderen Taschengeld in einer Woche. Das ist mega. Also mein Kumpel, der Kalle S., der sagt immer, du tust mit der Faulheit der Menschen am meisten verdienen oder wenn sie etwas Besonderes brauchen. Nicht mit der Faulheit, sondern mit dem Trieb. Mit dem Trieb. Mit dem Trieb, das ist immer so. Wir sind hier heute in deinem Club Desart. Was kannst du uns darüber erzählen? Naja, das ist ein gängiger SM-Club, man sieht das ja. Ja. Und das ist das älteste SM-Cabaret Europas. Weil Cabaret ist eine spezielle Konzessionform hier auf St. Pauli, damit auf der Bühne live Sex gemacht werden darf. Okay. Das hat der René Durand in den 60er Jahren vor Gericht durchgeboxt, weil du weißt im Theater, dass du SS-Uniform tragen, dann kannst du nackt sein, dann ist es Kunst. Wenn du das außerhalb des Theaters machst, ist es öffentliches Erlebnis. Okay. Und deshalb ist das das erste SM-Cabaret gewesen 1971 in Europa. Und ist immer noch ein gängiger SM-Club. Aber mittlerweile machen wir auch Events hier drin und auch Veranstaltungen. Also das ist so außergewöhnlich, dass unter dem Namen Das Verlies machen wir hier Führungen durch den Laden. Die Leute zahlen 42 Euro Eintritt, ja, aber sind alle begeistert. Und unter www.wosp.cc kann man das im Internet buchen. Mega. Sehr wichtig, dass wir das mal sagen, ja, ganz einfach. Ne? Und hier werden ja auch Geburtstage und Hochzeiten. Ja, naja, Hochzeiten ja weniger, aber danach vielleicht ja. Aber wir haben ja so Aftershow-Partys gehabt mit Scorpions, was auch nichts mit SM zu tun hatte, nichts mit Sex, sondern rein als Location. Mhm. Weil, wie du ja siehst, diese ganze Location, das ist ja, da musst du nachher mal ein paar Screenshots machen von dem ganzen Lokal. Da brauchst du lange, bis du ein Restaurant so hin dekoriert hast. Ja, absolut. Und wie gesagt, wir hatten ja Aftershow-Partys mit Scorpions, wir haben ja Goldverleihung mit ZZ Top gehabt. Tim Mälzer, der Fernsehkoch, hat hier sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert mit seinem Restaurant mit 70 Leuten, vom Tellerwäscher bis zur Buchhalterin. Und wir machen hier auch jeden Monat eine Talkshow, die heißt Kalles Halbzeit im Verlies. Okay. Und Kalles Halbzeit. Und wie gesagt, Halbzeit, 45 Minuten, dreht sich ein bisschen um Fußball, aber es sind auch Leute, die weniger mit Fußball zu tun haben. Aber es sind immer zwei aus dem Amateurbereich Hamburg, von Fußball, ob es nun Spieler sind, Torwärter oder Manager oder Trainer. Und dann immer eine übergeordnete Person. Häufig aus dem Fußball, wir hatten also hier angefangen von den Manfred Kaltz, das ist der erfolgreichste HSV-Spieler, den es hier gab, über 560 Spiele. Wir hatten hier Marcel Janssen, den Präsidenten vom HSV, wir hatten Corny Littmann, den Ex-Präsidenten von St. Pauli. Wir hatten aber auch Leute, die weniger mit Fußball zu tun hatten, so wie Frank Otto, der Medienunternehmer. Und wir hatten auch Axel Schröder hier gehabt. Axel Schröder, okay, ja, super. Ja, also ist alles Mögliche. So. Also du hast in deiner Laufbahn einige Promis kennengelernt oder du kennst ja eigentlich quasi fast jeden. Was ist so deine inspirierendste Promi-Erfahrung gewesen? Das ist schwer zu sagen, weil ich will dann niemandem zu nahe treten, aber das ist, muss man so sagen, das Erste, was mich, da war ich jung, das waren eine der ersten Promis, die ich getroffen habe, das war die Rolling Stones, da war ich 19. Und das war natürlich schon beeindruckend. Das heißt aber, ich hätte sie gar nicht erkannt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Rolling Stones war. Na, ich war in Ernst Merck hatte damals und Fritz Rau, der Konzertveranstalter, das hat auch Kalle, kannst du mir gefallen, schon aufpassen, dass niemand hinter die Bühne geht.
Und dann stand ich da, das gab damals diese, so wie es heute ist, Security und Abgeriegel, das gab es damals nicht. Und da stand dann eben Keith Richard mit einer Kippe im Hals und er hatte Oberschenkel, so wie ich Oberarme, also gar nichts. Ne? Und weil man kannte damals die Künste ja nur aus der Bravo oder Music Maker, Melody Music Maker. Und alles geschminkt, Haare gestylt und alles toll gemacht. Und jetzt stand er da mit seinen zerbrochenen Zähnen und so, wie das damals eben war, weil er war schwer auf Droge. Aber es ist natürlich beeindruckend. Ja? Und der Witz war, wir sind dann hinterher ins Plaza gefahren, das Hotel am Dampel, das war damals ganz neu gerade gewesen. Also das war, glaube ich, 1973 im Oktober. Und das Hotel hat er ein oder zwei Jahre vorher aufgemacht. Und dann, nachdem sie dann umgezogen hatten, wollten wir dann oben in die blauen Satelliten, das war die hauseigene Diskothek oben. Und da war Billy Preston, der Vorprogramm auch spielt und auch mit den Stones als Keyboarder dazu spielte. Bill Wyman, Charlie Watts, Keith Richard, Mick Jagger, Mick Taylor war der neue Gitarrist, der war nicht dabei, einer von der Plattenfirma, ein Rodeo, und das waren 8 Leute oder so. Und standen oben vor der Tür und dann machte er auf und dann guckte und sagte, you can come in. Das war Charlie Watts, der Einzige, der rein durfte, weil er eine Krawatte trug. Das ist kein Platz. Mick Jagger, Keith Richard kann nicht rein. Das war damals so, da kann man sich nicht vorstellen, aber das ist so gewesen wirklich. Ne? Die durften überhaupt vom Glück reden, dass sie im Hotel wohnen durften. Ne? Okay. Aber das war eben so, das waren Superstars, aber die Hotels waren ein bisschen komisch und so. Und die Lehre, die du daraus gezogen hast, war, trag immer eine Krawatte oder was? Nein, das nicht. Keine Probleme damit, sondern die habe ich ja schon vorher getragen, also wenn ich Bock hatte. Aber so als Teenager mit 19 auf dem Rockkonzert, dann hat man keine Krawatte getragen. Nein, das war so keine Lehre, sondern es war einfach der Sachverhalt. Das war so, wir haben uns auch nicht aufgeregt, sondern wir sind und so kam mir dann die ja, Freundschaft, jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dass wir uns erkennen und immer wieder treffen, wenn sie in Hamburg sind, dass ich ihnen dann in Hamburg zeigte. Also die Clubs, ne, damals Madhouse, GB und so, diese ganzen Läden und so. Und jetzt hast du ja auch einige Rückschläge erlitten und du hast ein ganz tolles Mindset, worüber du mir ja schon erzählt hast. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Was empfiehlst du jemandem, der, sage ich mal, zurückfällt, der Probleme hat? Auch jetzt, sage ich mal, aktuell ist ja dieses Thema Corona, was ganz viele geschäftige Leute geschädigt hat. Was rätst du jemandem, wie er mit dem Mindset da umgeht? Naja, also, das, wie man es bei Boxern sagt, wenn man zu Boden geht, muss man wieder aufstehen. Das ist so, ja, dann ist es auch kein Problem. Liegen bleiben, das ist das Problem. Und diese Corona-Geschichte, das ist natürlich eine Geschichte, die, das sage ich auch immer wieder und ganz klipp und klar, wo die Regierung so viel Schmutz gemacht hat, dass es wirklich schändlich ist. Ja? Die haben so viele Leute in den Ruin getrieben und das kommt noch, weil jetzt also seit 1. Januar 2023 muss ja jetzt eine Insolvenz angemeldet werden, von denen unser Bundeswirtschaftsminister gar nicht weiß, wie die funktioniert. Das hat er nur gezeigt in der Talkshow. Aber diese Leute, die können sich davon nicht erholen, wenn monatelang der Laden zu ist. Und diese Subventionen, die es gab bei einigen, die mussten ja teilweise wieder zurückgezogen, gezahlt werden. Und andere Leute, ich habe hier einen Freund von mir, der das Pulverfass hatte fast 50 Jahre lang, 48 Jahre lang, der musste das abgeben, 21, weil er kriegte keine Subvention, weil er Steuerschulden hatte. So. Und wenn sie dann eine fünfstellige Zahl an Miete zahlen müssen jeden Monat, dann ist es schon ruinös. Ne? Und naja, da wird dann viele, aber man muss durchkommen. Es bringt ja nichts, wenn wir uns beschweren und klagen. Es hat alle getroffen. Ne? Sehen wir jetzt halt gerade heute in der Zeitung gelesen, dass Görz, ein Traditionsladen, haben vor über 50 Jahren, vor 60 Jahren meine Eltern mir Schuhe gekauft. Mhm. So, die haben letztes Jahr Konkurs angemeldet und jetzt machen sie ganz dicht. Krass. Und so geht es natürlich mit vielen anderen Läden auch.